بسم الله الرحمن الرحيم. Und schaut mal, welche Inhalte heutzutage unsere Hochzeiten haben. Wallahi al-Azim, es ist schwer zu nennen, ob es überhaupt noch etwas Halal gibt, was sie in der Hochzeit machen. Sie spielen Musik und ich hatte darüber eine ganze Khutba gemacht. Ich will die Beweise nicht wieder nennen. Wie übel ist das, was sie tun? Die Frauen sind halbnackt. Eine Frau, die halbnackt ist und ihr Vater sitzt daneben, sie tanzt, ihr wisst, Ibo und Bibo und alles wird gespielt auf dieser Hochzeit, sie tanzt halbnackt mit einem fremden Mann. Und der Vater, dieser der Youth, dieser, der keine Eifersucht hat, sitzt und klatscht für sie. Ahlan, ahlan, ahlan. Und macht noch Saltos. Und verzeiht mir diesen Ausdruck. Wallahi, er ist ein Dayuth. So nannte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Person. Und er wird nicht in das Paradies hereingehen. Wir reden allgemein. Weil wenn du keine Eifersucht für deine Tochter hast, ja, Yahil Kalim, was hast du von dieser Religion gelernt? Er sitzt und klatscht für seine Tochter, die halbnackt mit einem fremden Mann tanzt. Allahu Akbar. Schau mal, wie die Rira, die Eifersucht gegangen ist. Hat keine Eifersucht mehr. Warum? Allah hat sie aus seinem Herzen genommen. Und je weniger Eifersucht eine Person hat, umso schlimmer wird sein Handeln in der Religion sein. Allahumma rzuqna husna al-khatima. Umso schlimmer wird sein Handeln in der Religion. Wie du heute siehst, Leute, die liegen am Strand. Mem und Isa und Mahmoud und Ahmed und alle Leute, die liegen am Strand mit den Kuffar zusammen und gucken sich einander. Wenn die Eifersucht weg ist, ist sie weg. Dann schämst du dich vor nichts mehr, o Diener Allahs. Das ist die Endstufe, wal-iyadu billah. Willst du dorthin gelangen? Allah kann dir die gesamte Eifersucht aus deinem Herzen nehmen. Und wie übel wird dein Handeln dann sein? Schaut mal, subhanallah. Sie spielen Musik, die Töchter tanzen halbnackt. Dann kommt meistens auch eine Bauchtänzerin. Es muss ja ein Special sein. Und es gibt Leute, die trinken unter dem Tisch den Alkohol. Sie schämen sich. Schämen sich. Deswegen unter dem Tisch, ja? Schaut mal, anstatt Allah zu fürchten, fürchtet er die Menschen. وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَ. Und du fürchtest die Menschen und Allah hat mehr Anrecht darauf, dass du ihn fürchtest. Es kann sein, dass vielleicht 80-90% deine Alkoholflasche nicht gesehen haben, aber Allah hat sie gesehen. Höre nur diesen Hadith, damit du verstehst, wie gewaltig die Sünde ist, dass man Alkohol trinkt. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mudminul khamri ka'abidil wathar. Der Alkoholabhängige steht am Tage der Auferstehung auf wie ein Götzendiener. Wal-iyadu billah. Wie ein Götzendiener. Alkohol bei der Heirat und Tanz bei der Heirat und Musik bei der Heirat. Und dann gibt es eine Sache, die ist auch sehr bekannt bei den Leuten. Die Araber sagen Nuud. Sie meinen Nuud, das meint das Geld. Da werden Leute dann, die bilden eine Schlange. Und dann gibt jeder sein Geld. Khalfallah alayk ya fula. Und je mehr er gibt, umso länger ist das Dua. Und er will sich richtig positionieren, dass er vor der Kamera ist. Hat das jeder gesehen? Das ist Riya wal iyadu billah. Riya. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an Shirk al-Azghar. Er wurde gefragt nach dem kleinen Schirk. Er sagte, huwa riya. Das ist Riya. Das ist der kleine versteckte Schirk, dass du den Leuten etwas beweisen willst, den Leuten gefallen willst und du widersetzt dich gegenüber Allah azza wa jalla. Jeder positioniert sich in der Kamera und manche nehmen diese Stelle besonders mit HD auf, damit sie wissen, wer hat gespendet und wer nicht. Ja, bei uns ist das so in unserer Religion. Wenn wir was Gutes tun, dann tun wir es für Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la shukura. Wir wollen von euch weder Dank noch irgendeinen Lohn. Wir erhoffen uns das nur von Allah. Wenn du etwas Gutes tust, tu es für Allah azza wa jal. Und du wirst belohnt werden dafür, o Diener Allahs. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.